Also ich glaube nicht, dass dieser Traum Wirklichkeit wird, aber ich glaube an den Traum. Ein großer deutscher Dichter, Rio Reiser, hat ja mal gesagt, der Traum ist aus, aber wir müssen alles geben, dass er Wirklichkeit wird. Und ich glaube, es geht genau darum, dem Traum nachzugehen. Ich glaube, indem wir versuchen, diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen, auch wenn wir es nie erreichen werden, machen wir das Netz, aber auch das Leben außerhalb des Netzes eben sehr viel besser, als es sonst wäre. Also, dass die digitale Welt als Vorbild für das Leben außerhalb des Digitalen, von dem sie ja nicht völlig losgelöst ist, irgendwie dienen kann, das halte ich für übertrieben optimistisch, weil im digitalen Raum gerade durch die große Zugänglichkeit, die ja eine der Stärken ist dieser digitalen Welt, natürlich viele Probleme, die es im außerdigitalen Bereich gibt, sich verstärken, viel sichtbarer sind, viel dokumentierter sind. Also etwas, was ich schreibe, steht dann halt da eine Weile, etwas, was ich sage, ist halt morgen wieder vergessen. Insofern glaube ich, das wäre zu viel erhofft. Aber andererseits können wir im Digitalen natürlich aus denselben Gründen, die das Digitale so furchtbar machen, auf der einen Seite, nämlich dass dort Leute, die ganz viel Hass empfinden, sich sehr gut vernetzen können, was ihnen sonst zu Zeiten des Stammtisches schwerer gefallen sein dürfte, können sich natürlich auch die Leute, die ganz viel Liebe empfinden, vernetzen, die sonst vielleicht isoliert irgendwo auf dem Dorf gesessen hätten oder vielleicht in der Nachbarwohnung in einer Großstadt zwar gesessen hätten, sich aber nie kennengelernt hätten. Und in dem Sinne glaube ich, wir können die digitale Welt besser machen, auf dieselbe Art, wie wir die analoge Welt besser machen. Die Menschen waren immer gleich gut und schlecht und trotzdem sehen wir ja durch die Geschichte, dass es bessere Zeiten gab und schlechtere Zeiten. Und die besseren Zeiten kommen meistens dadurch, dass ganz viele Leute ganz kontinuierlich versuchen, der beste Mensch zu sein, der sie sein können. Und das ist im Prinzip erstmal ganz naiv gesprochen die Aufgabe, die wir haben, online wie offline. Wir können ja alle versuchen, im Einzelnen gute Vorbilder zu sein. Wir können online gerade, glaube ich, versuchen, die Stimme des Hasses nicht zu verstärken, hasserfüllte Meinungen nicht weiter zu verteilen, auch wenn wir über diese Meinungen reden wollen und müssen. Die sind ja da, die verschwinden nicht, indem wir sie ignorieren. Müssen wir ja zum Beispiel den Tweet oder das Facebook-Posting oder die konkrete Aussage, die dort getätigt wurde, selber, die müssen wir eigentlich nicht tausendfach verbreiten, um uns darüber zu unterhalten, dass dort menschenfeindliche Dinge tun. Also insofern müssen wir uns, alle haben gelacht über Angela Merkel, als sie das Internet als Neuland bezeichnet hat, aber zumindest für meine Generation wird es das immer bleiben. Wir müssen uns da, und es ändert sich ja auch so schnell, dass es, glaube ich, für die jüngere Generation auch nicht viel anders ist, wir müssen uns da immer wieder neu zurechtfinden. Wir müssen die Probleme nicht wegdiskutieren, aber wir müssen sehen, dass die große Zugänglichkeit, die Vernetzungsmöglichkeiten, alles das, was das Netz den Hatern bietet, das bietet es auch uns Menschen, die Liebe empfinden. Und wenn wir das nutzen, dann werden wir, wie gesagt, das Problem nicht lösen. Aber allein dadurch, dass wir diese Möglichkeiten nutzen, machen wir unser Leben schöner, machen wir das Leben von anderen Menschen schöner, machen wir das ganze Netz irgendwie schöner.